Daedalic Entertainment. In New Beginning, Final Cut, habe ich mir als nächstes ausgesucht, so gesehen, was ich euch mal gerne zeigen würde. Ich habe ein paar kleine Trailer davon gesehen und ich war ziemlich fasziniert, besonders weil mich diese postapokalyptische Endszenario-Gedöns-Dingens-Kirchen plus Sci-Fi ziemlich stark interessiert. Das ist eigentlich so praktisch meine Zweitschiene, die ich gerne fahre, neben absoluten Nonsens-Blätter- und Horror-Gedöns. So gesehen, also das ist mit mein Fable. Und noch viel geiler ist, das Ganze ist ein Point-and-Click-Adventure und das auch noch so, wie man hier sieht, im absoluten Comic-Style. Und ich konnte mir es da einfach nicht verkneifen. Ich habe es mir so gesehen gekauft jetzt vor kurzem. Es ist momentan auf Steam sehr günstig zu haben und hier ist sogar eine integrierte Fluchmaschine oder Fluchmaschine ist hier mit drin. Quatsch mit Soße. Genau. Schwachsinn. Totaler. Nonsens. Und absolut. Unfug. Genau. Und am besten noch. Kabbis. Das ist sowieso mein Lieblingswort. Quatsch mit Soße. Richtig. Und das ist nämlich das Schöne hier in diesem Game. Wenn man einen wirklich mal irgendwelche Fluchsachen ausgehen, kann man hier über die Optionen ein dauerhaftes Fluchen so gesehen machen. Aber wir sind ja jetzt nicht hier, um uns die ganzen Fluchalgorithmen hier anzugucken, sondern wir wollen gerne ein neues Spiel starten und wollen einmal wissen, worum es hier geht, was hier mit dieser kaputten Stadt auf sich hat. Und im Allgemeinen schauen wir uns mal das ganze Ding hier an. Ich würde sagen, dann halte ich erstmal die Klappe und wir starten ein neues Spiel. Neues Spiel starten. Jo. Hast du die Uhr im Blick, Gefreiter? 300 Sekunden und kein Spielraum. Und vergiss nicht, schau niemals direkt in die Sonne. Ja, ich habe direkt in die Sonne gesehen. Bist du bereit? Was? Noch 280 Sekunden. Verdammt! Mein Messgerät scheint defekt zu sein. Nein, ich fürchte, es ist vollkommen in Ordnung. Nur noch 240 Sekunden. Wir haben gerade Nachricht von Antarktika, Machu Picchu und Ostozeanien erhalten. Die Messungen ihrer Windscouts stimmen mit den unseren überein. Wir rechnen mit einer Sonneneruption innerhalb der nächsten 2 Wochen, vergleichbar mit der Oswald-Eruption von 2113. Wir wissen alle, dass das Erdmagnetfeld nicht mehr in der Lage ist, uns vor einer Eruption diesen Ausmaßes zu schützen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Es ist noch nicht zu spät, Quaddy. Wir haben immer noch eine Chance. Was ist mit dem Phönixplan? Wir könnten entkommen. Der Phönixplan ist kein Evakuierungsplan, Hardy. Im Gegenteil. Doch Salvador hat recht. Eine Manipulation ist unsere letzte Chance. Wovon reden die? Ist die Sicherheit unserer Piloten inzwischen gewährleistet? Nigel, in 2 Wochen erwartet alles Leben auf der Erde der sichere Tod. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Es wird Zeit, dass wir endlich den letzten Schritt wagen. Es geht zurück in die Zukunft! Und noch viel weiter. Den Schritt zurück. In die Vergangenheit. Okay, gut. Ich lag zumindest knapp dabei. Ohne DeLorean? Dramatische Musik, die praktisch sofort aufhört. Was war das denn jetzt, bitteschön? Und wo ist Doc Brown? Verdammt doch eins hier. Wir haben doch Zeitmaschine und kein DeLorean und nicht mal Doc Brown. Womit reisen die dann? Eierschalen? Na, wir werden es ja sehen. Ah, verflucht. Nicht schon wieder. Ich hoffe, ich habe noch genügend Ersatzteile.
Ich hoffe, du hast nicht mit einer Strohflinte auf den Vogel geschossen. Es hört einfach nicht auf, was? Dann wollen wir mal sehen, was mit dem Ding nicht stimmt. Ja. Wünschen Sie Einführung in der Steuerungsmodalitäten? Ich sag jetzt einfach mal ja. Von dem her, ich überspringe, aber ich bin so jemand, ich sage einfach mal ja, finde ich okay. Aber irgendwie lese ich mir den ganzen Kram doch nicht durch. Von dem her, ich sag jetzt hier einfach mal, was die ist da? Zu. Ja, wenn sie zu ist, dann machst du doch auf. Das sieht doch besser aus. Und jetzt? Aha. Da haben wir ja das Problem. Der Keilriemen ist gerissen. Wo finde ich denn jetzt einen Ersatz? Nimm Schnürsenkel. Zum Beispiel. Sollte auch gehen. Das Ding sieht auch nicht viel dicker aus. Der ist hinüber. Sag nicht sowas. Kannst du ihn mitnehmen? Vielleicht lässt er sich noch reparieren. Ah, schön. Und nun? Was ist hier mit der Schraube? Brauchen wir die? Die Schraube ist schon seit längerem locker. Die lässt sich auch nicht mehr richtig reindrehen. Dann nimm sie doch am besten raus, dann ist sie wenigstens die ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Weg damit. Und weg. Sehr schön. So, und nun? Ansehen, verknoten. Wenn ich ihn nicht flicken kann, dann brauche ich dringend einen Ersatz. Dann? Zusammenknoten? Naja, ein Versuch ist es ja wert. Das wird doch niemals funktionieren. Ich habe einen Knoten in den Riemen gemacht. Ob das so schlau ist? Ob das hält? Nein. Das hält niemals. Definitiv nicht. Das war's. Der Riemen ist wieder gerissen. Es führt wohl kein Weg dran vorbei. Ich brauche einen Ersatz. Tja, dann würde ich nur sagen, holen wir uns doch einfach mal irgendwo einen Ersatz. Aber es war doch klar, da hättest du auch gleich einen Kaugummi nehmen können, um das Ding zusammenzuflicken. Das funktioniert doch niemals. Was haben wir hier in der Angel? Die Angel war ein Vorschlag von Dr. Angust. Das ist sehr meditativ, Bent. Da kommst du mal zur Ruhe. Seitdem sitze ich jeden Morgen am Ufer und glotze apathisch ins Wasser. Ach ja. Entschuldigung. Schon fängt ja schon mal schön an. Nein, die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Ich? Auch wenn Dr. Angust etwas anderes behauptet. Naja, hätte ja sein können. Versuch war es ja wert. Nicht gerade die richtige Farbe für einen Sargdeckel. Eigentlich nenne ich sowas eine Tür. Ah, so wohnt der moderne Mensch von heute also. Erinnert mich so ein bisschen an 70er-Jahres-Stil. Das sind Selbsthilferatgeber, die mir Dr. Angust empfohlen hat. Ich frage mich, ob sie die selbst liest, bevor sie die weiterempfiehlt. Dr. Angust? Empfohlen? Hört sich fast an wie eine Psychiaterin. Ich bin doch kein Schraubenzieher. Wege aus dem Workaholismus von Gunnar Larsson. Ich weiß nicht. Ein Schraubenzieher hat wenigstens einen Nutzen. Da hat er allerdings recht. Esstisch. Manchmal bekomme ich Besuch von Dr. Angust. Deswegen der zweite Stuhl. Ah, hättest du ansonsten nur einen für dich selber? Ich mache später Pause, wenn der Vorgänger repariert ist. Nein, wie wär's denn jetzt mit Pause machen und später reparieren? Ich mache später Pause, wenn der Vorgänger repariert ist. Ach, dann halt nicht. So, was haben wir denn sonst noch alles Schönes? Bilder, Bar, Kühlschrank, Kühlschrank, Bar. Oh, die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Keine Haushälterin? Oh, die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Da hätte ja sein können, dass du sonst noch irgendwer weggebracht hätte. Was haben wir denn hier? Bild? Gucken wir uns mal an. Unser Sonnenurlaub in Italien. Meta strahlt wie eh und je. Ich habe wahrscheinlich wieder nur die Rettung der Welt im Kopf. Ob wir glücklich geworden wären, wenn mir die Zukunft des Planeten egal gewesen wäre? Wer weiß. Wer ist ein Meta? Es tut mir leid, Meta. Am Ende habe ich uns beide geopfert. Für eine Vision, die niemanden mehr interessiert. Aber du lebst doch noch. Warum dann beide geopfert? Hast du sie etwa vorm LKW geschmissen? Na, gib's doch zu. Selbst in Italien war ich in Gedanken bei der Algenforschung. Ich sehe es an meinen Augen. Die sind grün. Ganz bestimmt.
Daran hat er es erkannt. Na, hat sich der Müll schon von selber weggebracht? Oh, die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte... Ja, hätte ja sein können, dass sie sich irgendwie von selbst mittlerweile wegbringen. Was haben wir da oben? Darin ist nur das Notwendigste. Zum Beispiel? Noch mehr Bier? Oh, die Flaschen sind ja immer noch da. Wer soll... Ja, hätte ja sein können, dass sie jetzt mittlerweile weg sind. Wenn ich nicht zum Essen in die Stadt fahren würde, käme ich nie unter Leute. Ein voller Kühlschrank wäre da sozialer Selbstmord. Auch ein Grund, nicht einkaufen zu gehen. Ein trauriger Anblick. Ja, er ist nicht einkaufen gegangen. Was haben wir denn hier? Küche? Ich räume das morgen weg. Naja, das sage ich mir auch jeden Morgen. Und am nächsten Morgen sage ich mir dann, wenn ich dann mein Zimmer sehe... Ich räume das morgen weg. Danach ist dann meist wieder Wochenende. Und am Wochenende mache ich dann meistens Let's Plays. So gesehen, die ich dann übers Wochenende dann auch noch rendere. Und am Montag dann, wenn ich dann aufstehe, sage ich mir... Ich räume das morgen weg. Was dann irgendwann sich dann auf deinen Freitag dann oder bis zu einem Freitag hin verschiebt. Und dann sage ich auch wieder... Ich räume das morgen weg. Und dann letztendlich ist schon wieder Wochenende. Ein Teufelskreis. Es wird niemals aufhören. Bücher am... Das sind die Bücher, die mir Dr. Angus ans Herz gelegt hat. Ich habe sie hier neben das Bett gelegt, um die Chance zu erhöhen, dass ich mal reinschaue. Ah, höchstwahrscheinlich genauso wie bei mir mit einem genauso erfolgreichen Erfolg. Erfolgreicher Erfolg? Oh Gott, scheiße. Das sollte ich mal machen, aber nicht heute. Naja, vielleicht morgen oder so. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich räume das morgen weg. Genau. Was haben wir hier? Eine Schlafkoje, noch eine Schlafkoje. Mein Bett. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duvis Koje umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. Das macht Sinn. Ja. So langsam tust du mir echt leid. Ich räume das morgen weg. Wollte ich auch gerade sagen. Was haben wir hier sonst noch? Kühlschrank. Hier haben wir noch das zweite Bild. Gucken wir uns das mal an. Mal schauen, wie das aussieht. Mein Team. Auf der Atlas 11. Wir dachten wirklich, die Zukunft der Welt ruhe auf unseren Schultern. Aber ziemlich große Schultern. Ah, das ist Uwe. Das ist bestimmt der Sohn. Jetzt guck mal nicht so, Junge. Du darfst jetzt all die Sachen machen, die deinem Vater verboten wurden. Du bekommst das schon hin. Du meinst, Alkoholexzesse, Drogenpartys, Orgien? Ich sehe müde aus, aber auch glücklich. Müde, aber glücklich. Ja, so geht's mir jeden Abend. Mach dir keine Sorgen, Lissa. Ich komme schon irgendwie zurecht. Wer ist Lissa? Ich möchte jetzt wissen, wer Lissa ist. Mach dir keine Sorgen, Lissa. Ich komme schon irgendwie zurecht. Ja, das hört sich ganz toll an. Offensichtlich kein Presseshooting. Sonst würde Barney hier ganz anders aussehen. Du meinst noch verkokster als jetzt? Die stehen stellvertretend für das restliche Personal. Inzwischen ist das Team so groß geworden, dass weder ich noch Barney wissen, wer eigentlich alles für uns arbeitet. Ich meine, für ihn arbeitet. Ah, das heißt, die beiden waren vielleicht irgendwann mal zusammen oder vielleicht ist das auch die Schwester. Und Barney hat zusammen mit ihm gearbeitet, dann haben die beiden geheiratet, ihn rausgeschmissen und alle anderen sind glücklich, bis auf er selber. Was ist das? Da steckt doch was hinter dem Bild. Ich würde mal sagen, das ist ein Schlüssel. Das sieht mir doch verdächtig nach... Na, sieh mal einer an. Ha! Wusste ich's! Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ihn hier versteckt zu haben. War ich denn wirklich so betrunken? Ja, wahrscheinlich. Aber schon ziemlich interessant. Ich wollte eigentlich genau sowas gerade raushauen als Spruch. Naja, aber haben wir denn hier sonst vielleicht noch irgendwas, was wir machen können? Fernseher. Cool.